Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Ja, ja, ja. Ich nicht. Und wer hat von meinem Brötchen genommen? Ja, right. Ja. Who's been eating my vegetables? So. Und wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Wer hat von meinem Becherchen getrunken? Das. It was you. Jetzt haben wir dich. Oh, du mein Gott. Was ist das Kind schön? Wie bist du eigentlich in unser Haus gekommen? Sie könnte unseren Haushalt versehen. Sie könnte unseren Haushalt versehen. Haushalt versehen. Oh, ja. You could look after our house for us. Ja. Sie könnte für uns kochen. Well, genau, kochen ist gut. Ja, und die Betten machen. Auch gut. Und waschen. Noch besser. Und sticken und nähen. Wenn du alles ordentlich und reinlich hältst, dann darfst du bei uns bleiben. Und es wird dir an nichts fehlen. Yeah, you'd have everything you need. And in the morning, we would go away into the mountains and search for gold. Ja. Wir gehen in die Berge und suchen Erz und Gold. Und abends kommen wir wieder. Und dann muss das Essen bereit sein. Oh ja. Hühnchen. Pfannkuchen. Fette Fritten. Fish and Chips for me, please. Fish and Chips. Wein und Kuchen. Aber hüte dich. Lass niemand rein. You be careful and don't let anybody in. Hüte dich. Be careful, don't let anybody in. Don't let anybody in. Yeah, you be careful. You be careful.